Ernst Hamberger aus Attnang-Puchheim schreibt uns, dass er vor kurzem sogenannte Mini-Zahnimplantate bekommen hat. Irritiert hat ihn nur, dass die Meinungen der Zahnärzte über diese Mini-Implantate so unterschiedlich sind. Er will nun wissen, warum das so ist. Herr Hamberger, Elke Weiß hat sich für Sie schlau gemacht. Älter werden ist nichts für Feiglinge. 90% aller 65-Jährigen haben diese Erfahrung mehrfach gemacht. Sind die Zähne weg, gibt es zwei Möglichkeiten. Die billigere Variante ist ein oft wackeliges Gebiss. Die teurere, klassische Implantate. Für Christine Pacher kam beides nicht in Frage. Ihr Zahnarzt empfahl ihr deshalb sogenannte Senioren- oder Mini-Implantate. Die Mini-Implantate sind für den Prothesenzahnersatz, sodass auch der ältere Patient, der keinen chirurgischen Aufwand überhaupt will, den auch nicht zahlen kann oder auch von seiner Gesundheit nicht verträgt, dass der eine festsitzende Prothese in seinen Mund eingegliedert hat. Christine Pacher hat im Oberkiefer alle Zähne verloren. Im vorderen Bereich wurden ihr Standardimplantate gesetzt. Im Seitenbereich spricht aber einiges gegen diese Versorgung. Erstens, der Kieferknochen ist entzündet und hat sich stark zurückgebildet. Die 66-Jährige würde einen komplizierten Knochenaufbau benötigen. Und zweitens, Standardimplantate sind teuer. Ein Implantat plus Keramikzahn kann schon rund 2.500 Euro kosten. Die Lösung sind sogenannte Mini-Implantate. Diese haben einen deutlich kleineren Durchmesser und das hat Vorteile. Der Arzt muss die Mundschleimhaut nicht wie bisher aufschneiden, sondern er kann die Minis direkt in den Knochen einsetzen. Danach schauen kleine kugelförmige Endstücke aus dem Zahnfleisch hervor. Darauf wird dann die Teil- oder Vollprothese aufgesetzt. Christine Pacher hat sich damit einen aufwendigen Knochenaufbau und viel Geld erspart. Die Preise bewegen sich natürlich je nach Aufwand. Also es lässt sich natürlich nicht über einen Kamm scheren, aber eines ist vollkommen klar, dass das ungefähr einen Wert 1 zu 4 darstellt. Ein Viertel der Größe, ein Viertel des Preises. Ein Mini-Implantat kostet rund 200 Euro, ohne Zahn, versteht sich. Doch die billigen Minis haben Grenzen. Sie werden derzeit nur für Prothesen, nicht aber für Einzelzähne verwendet. Die Druckbelastung ist angeblich zu hoch. Dennoch glauben einige Chirurgen an eine Weiterentwicklung. Es gibt ja bereits Erfolgsberichte über den Einzelzahnersatz. Ich glaube, dass wir auch dorthin kommen, dass es im Rahmen komplexer mundchirurgischer Maßnahmen, dass hier das Mini-Implantat einsetzbar sein wird und vorerst als zusätzliche Maßnahme und unter Umständen, oder ich glaube auch sehr sicher daran, als definitive Maßnahme etabliert werden wird. Das Problem ist nur, Mini-Implantate schaden dem Geschäft. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum einige Kieferchirurgen die teuren Standardimplantate sogar zur Fixierung von Prothesen verwenden. Ich würde durchaus dazu tendieren, dass in gewisser Weise gerade vom Materialaufwand eine gewisse Überbehandlung vorliegt. Und das auf Kosten der Patienten und Patientinnen. Dabei könnten die Mini-Implantate oft auch eigene Zähne retten, wie etwa bei diesem Patienten. Der 79-Jährige hat seine Backenzähne verloren und benötigt nun eine Teilprothese. Normalerweise müsste der Zahnarzt die Prothese an den Vorderzähnen anhängen. Das würden die altersschwachen Zähne aber nicht mehr aushalten. Dank der Mini-Implantate hält die Prothese von alleine. Ein Verrutschen ist nicht mehr möglich. Die leicht abnehmbaren Dritten können deshalb auch ohne Gefahr in der Nacht getragen werden. Die Behandlung hat bei Christine Pacher nur 20 Minuten gedauert. Und schon nach einer Stunde durfte sie wieder essen. Früher war es so beim Essen, dass die Prothese immer hin und her gerutscht ist. Und ich war nicht sicher, ob sie nicht runterfällt. Und dieses ist jetzt total weg. Also die Prothese hat beim Essen wunderbar gehalten und fest und ganz super. Warum Mini-Implantate nicht von allen Zahnärzten empfohlen werden, könnte laut Kritikern also auch an einem Geschäftsentgang liegen.